Hallo Leute, Super Mario Rufus hier und heute melde ich mich zurück mit einem neuen Division 2 Video und zwar wird es heute ums Jahr 5 und zwar genau um das DLC gehen, das was sie angekündigt haben mit Missionen und einer neuen Open World und ich werde jetzt meinen Senf dazugeben, was ich von den ganzen DLC halte und wo ich die Gefahren sehe bzw. so Scheitern schon vorprogrammiert sehe, das erzähle ich euch gleich. Also dranbleiben auf jeden Fall. Dann lass uns nicht gleich viel Zeit vergeuden und zwar geht es um Missionen. In letzter Zeit will ich die verschiedensten Sets ausprobieren, aber leider ist hier meistens keiner zu finden bei den Missionen. Natürlich sucht man auf heroisch und nicht irgendwas Leichteres, man will ja auch ansprechenden Loot bekommen und deswegen sehe ich hier auch schwarz für das DLC. Weil das war die Strategie schon im Jahr 1, da haben wir Title Basin, Pentagon, das DARPA-Forschungslabor bekommen, das Zone haben wir bekommen, Coney Island, ja, Camp White Oak, die ganzen Missionen, was wir bekommen haben im Jahr 1, die haben die Spieler nicht wirklich bei der Stange gehalten und ja, man findet auch bei diesen Missionen eigentlich auch keine Spieler, wie ich euch gleich demonstrieren werde. Ich werde jetzt hier im Hintergrund immer suchen, die verschiedensten Missionen. Ich fange mal an mit Camp White Oak. Da bekommt man nämlich halbwegs viel Loot, würde ich mal sagen. Und natürlich ging es dann weiter mit dem Jahr 1 DLC Warlords of New York mit wieder Missionen 5 an der Zahl. Und wenn man dort sucht, da findet man meistens auch keinen. Das Einzige, wo man halbwegs wen findet, ist Wall Street, aber da muss man auch meistens 5 bis 10 Minuten warten. Bei den anderen Missionen schaut es wirklich traurig aus. Speziell bei der China-Endmission. Sucht dort mal, probiert es aus. Auf heroisch irgendwen zu finden, wenn ihr nicht alleine spielen wollt, da müsst ihr ewig warten. Jetzt möchte ich mal wissen von euch, habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich mit den Missionen, wenn ihr irgendwie suchen wollt, dass ihr hier keinen mehr findet? Speziell auch bei den neuen hinzugekommen, wie ich gerade gesagt habe, Coney Island, Pentagon und auch die Warlords of New York Missionen, die sind wirklich gar nicht eben befüllt, beziehungsweise werden die auch nicht gespielt. Deswegen frage ich mich auch, ja, Jahr 5 über eine neue Open World, glaube ich, hier, ja, da spricht eigentlich nichts gegen. Jeder will eine neue Open World, aber wieso macht man dann wieder Missionen? Die müssen das doch sehen. Das in ihre Aufzeichnungen, in ihre Analysen, wie viele Spieler die Missionen spielen und die müssen sehen, dass hier einfach keiner mehr spielt. Warum ist die Strategie dann ganze Zeit bei Division 2 hier immer nur Missionen machen? Neue Open World, lieber zwei so Incursions, also mit 4er Leuten, die was Raid-artig sind, mit 4 Leuten, das ist nicht so schwierig, eben neue oder Mitspieler zu finden. Wir bei 8 Leuten, da sagt einer ab, muss man wieder finden. Ihr wisst, die Probleme bei 8 Leuten, dann hat man nicht so lange Zeit. Bei 4 geht das leichter, wenn man nur 3 andere suchen muss. Ja, da hätte ich lieber Incursions oder irgendwelche Modis noch reingewünscht, Survival oder ein Wellenmodus. Irgendetwas, was ein bisschen widerspielbar ist, aber keine Mission. Wie wir wissen, wie ihr hier seht, jetzt suche ich gerade das im Zoo, ob ich hier wen finde. Das ist hier wirklich, ihr seht, ungeschnitten hier. Ich suche hier wirklich. Es ist auch eine Live-Aufnahme quasi vom Dienstag, wie die ganzen, ja, die Liga wieder im Spiel ist und die Schlüssel. Und ja, man findet hier wirklich keinen. Und das finde ich wirklich traurig und verstehe wirklich nicht, was die Strategie dahinter ist von ihnen, dass sie jetzt wieder neue Missionen machen und oh ja, welche Spieler ihnen das Feedback geben, weil die Taten sprechen ja für sich, wenn hier keiner eigentlich Missionen spielt. Man bekommt kein Loot, es ist kein Wiederspielwert, es ist zu leicht. Ja, die Legendärmissionen, da bekommt man auch kein Loot. Ja, oft muss man die noch freischalten, weil es eben ein Stützpunkt ist. Es ist einfach nur mühsam und bei heroischen Missionen, die was man wirklich auch mit, ja, Spielern spielen kann, die was man nicht kennt, dort findet man eben keinen und jetzt sollen noch mal mehr Missionen kommen, wenn man jetzt schon keine mehr auf den herkömmlichen Missionen hier findet. Machen wir weiter hier mit Pentagon bei der Spielersuche. Vielleicht, ja, findet man hier ja irgendwem. Zorn des Jägers ist hier gerade das, ja, das die Qual der Wahl, was hier zum Farmen gibt, quasi der Targeted Loot. Aber ja, ich kann euch jetzt schon mal verraten, ein kleiner Spoiler, ich werde hier keine Menschen finden. Und ja, wie gesagt,
Unverständnis von mir über dieses Jahr 5 DLC. Ich werde es mir natürlich holen. Bleibt mir nichts anderes über. Wahrscheinlich wird es wieder eine, ja, eine Gearscore-Erhöhung oder irgendwas geben, dass man wieder was Neues farmen muss. Und das wird eigentlich dann das Einzige sein, was man zu tun hat: Open World herumrennen. Ich hoffe ja zumindest, dass die Open World neue Aktivitäten hat und nicht so wie bei Warlords die Open World einfach die gleichen Aktivitäten eins zu eins rüber kopiert werden. Dass ein bisschen Abwechslung wenigstens hier reinkommt, ist ja nicht so leicht. Verteidige das irgendetwas anderes als wie die herkömmlichen Geiseln, Geiselbefreiung oder Nachschubkonvoi oder weiß was der Geier. Alles besser als wie das, was wir eh schon tausendmal hier gespielt haben. Und wie gesagt, ich freue mich eigentlich dann jetzt schon im Frühherbst, sollte ja diese Raid-like-Incursion kommen. Die wird Massive dann nicht selber machen. Das haben sie, glaube ich, outgesourced an Ubisoft Shanghai. Da bin ich wirklich froh drüber, dass Massive mal nichts damit zu tun hat, dass man hier auch mal halbwegs was Bugfreies hoffentlich bekommt. Ich bin schon gespannt auf jeden Fall auf diese Incursion. Und wie gesagt, auf die Open World freue ich mich auch, was sie angekündigt haben. Die wird ein bisschen kleiner sein wie bei Warlords auf jeden Fall. Aber die neuen Missionen braucht, ja, wie ich finde, hier wirklich kein Mensch. Da wäre alles wieder besser gewesen. Und da merkt man erst, ja, wie weit die weg sind oder ja, dass die einfach keine Ahnung haben, was die Leute hier spielen. Das ist der beste Beweis hier. Spielt kein Mensch diese Missionen, die was sie hier schon ins Spiel gebracht haben, die letzten 5 Jahre. Es waren ja viele an der Zahl und diese Missionen spielen keine mehr. Dann was denken sie sich? Na, wenn die keiner spielt, dann machen wir noch mehr davon. Ja, ich verstehe das wirklich nicht, was in diesen Köpfen vorgeht. Aber jetzt genug mit dem Rant. Jetzt will ich mal eure Meinung wissen. Was sagt ihr? Spielt ihr überhaupt noch Missionen? Findet ihr auch, dass die eigentlich keinen Sinn mehr haben zum Laufen, weil eben der Loot eben so wenig dort ist? Legendär gar nicht zu schweigen, weil da dauert es noch viel länger und der Loot ist ja die paar Items, die man da bekommt, zahlt sich wirklich nicht aus. Deswegen rennt es keiner mehr. Rennt ihr es nicht mehr, weil ihr keinen Spaß dran habt oder sagt ihr, oh, was redet der überhaupt? Ich finde ja immer Spieler, es spielen noch sehr viele Missionen, ich spiele gern Missionen. Auf jeden Fall möchte ich das wissen. Ich sehe hier schwarz auf jeden Fall für das Jahr 5. Und das war's, soll es jetzt auch gewesen sein von mir mit dem Video. Und ja, abonnieren nicht vergessen und liken natürlich. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.